Hallo ihr Lieben, mein Name ist Pierre Frank und heute wollen wir was ganz Außergewöhnliches machen. Heute möchte ich euch ein bisschen an meinem ganz persönlichen Schatzkästchen teilhaben lassen. Wir wollen nämlich eine Meditation machen, die zu unserem Seelenpartner führt oder aber die unseren Seelenpartner in unser Leben führt. Und mein persönliches Schatzkästchen deswegen, weil ich habe diese Meditation geschrieben vor 28 Jahren, 29 Jahren und habe auf diese Weise meinen Seelenpartner kennengelernt und heute möchte ich euch ein bisschen daran teilhaben lassen und du wirst sehen, diese Meditation ist ein bisschen verschachtelt, die Sätze sind ein bisschen verschachtelt, damit ich alle Aspekte abdecke, denn ganz oft ist es so, dass wir natürlich auch Verletzungen haben, dass wir Schattenseiten in uns haben, die noch nicht geheilt sind, die noch nicht erwachsen geworden sind. Und ich damals wollte einfach nicht so lange warten, bis ich wirklich reif genug bin, erwachsen genug bin. Also das heißt, muss ich wirklich endlos warten, bis ich tatsächlich mich so weit geöffnet habe und so viele Anteile von mir geheilt habe, dass ich einen Partner in meinem Leben erlauben darf. Da wollte ich nicht so lange warten. Das heißt, ich wollte gleich, jetzt, sofort, bitteschön, meinen Seelenpartner in mein Leben einladen und hatte deswegen auch das große Ziel, dass mein Partner mir auf Augenhöhe begegnet, aber die gleichen Ziele, die gleichen Sehnsüchte, die gleichen Wünsche hat. Das heißt, ich hatte natürlich ganz viele, auch moralische Vorstellungen, wie eine Partnerschaft sein sollte, aber natürlich auch ganz klare Vorstellungen, wo ich wusste, ich selber bin vielleicht gar nicht so weit. Und wer sollte dann tatsächlich mit jemandem, der beziehungsmäßig gar nicht wirklich so top drauf ist, wer sollte denn es damit aushalten, vor allem wenn mein Partner bereits all das in sich vereint hat. Und deswegen war für mich klar, ich möchte einen Partner haben auf Augenhöhe, mit dem ich mich gemeinsam transformiere, mit dem ich mich gemeinsam entwickle. Also war mein Hauptziel, mein Partner, der jetzt in meinem Leben kommt, ist auf dem gleichen Niveau wie ich und hat aber die gleichen Sehnsüchte und möchte sich genauso gemeinsam mit mir transformieren. Und deswegen, um diese Aspekte, um die Liebe, um all das, was darum rankt, aber auch um das Zulassen von Nähe, um die Bereitschaft, jetzt jemand in meinem Leben an mich heranzulassen, der ebenso denkt. Deswegen wirst du sehen, dass diese Sätze ein bisschen verschachtelt sind und verschiedene Aspekte von Partnerschaften beleuchten. Weil damals dies für mich so unglaublich erfolgreich war. Michaela kam in mein Leben. Wir sind nun seit 28 Jahren zusammen und es ist mein Seelenpartner. Und damals war ich in einer Situation, wo eigentlich eine Partnerschaft eher etwas war, was nicht langanhaltend sein dürfte. Und siehe da, all das hat es geändert. Also diese Meditation, die ich jetzt gleich gemeinsam mit euch mache, hat mein Leben gewandelt, hat mein Leben komplett transformiert. Und ich habe diese Meditation öfters gemacht, morgens, mittags, abends, immer wieder. Habe sie laut gesagt oder leise oder habe sie auch nur gelesen oder habe Teile davon herausgenommen, je nachdem, wo ich gespürt habe, ach, das möchte ich jetzt gerade machen. Und siehe da, innerhalb von wenigen Wochen hat sich etwas in mir gewandelt, etwas in mir transformiert, sodass ich tatsächlich so weit war, jemanden in mein Leben einlassen zu können. Und zwar jemanden, wo ich es zulassen kann, tatsächlich genügend Vertrauen entwickelt zu haben und genügend Tiefe und Nähe zulassen darf. Das ist ja auch nochmal ein Aspekt, den wir ertragen müssen. Also dieses tiefe Vertrauen zu entwickeln, ja, wenn es schief geht, dann werde ich wieder tief verletzt, aber ich lasse mich erneut ein. So, und bevor wir diese Meditation jetzt gemeinsam beginnen, gibt es dennoch noch ein paar Aspekte, die wir beachten sollten. Also der erste Aspekt ist, dass wir uns dazu entscheiden. Denn wenn wir die Meditation einfach so ablaufen lassen, okay, mal sehen, was da kommt, ja, ganz schön, passt, dann sind wir emotional nicht beteiligt und dann läuft es einfach rational ab und bewirkt relativ wenig. Das heißt, Affirmationen, Meditationen bewirken erst dann richtig viel, entwickeln ihre Kraft, ihre Power, erst dann, wenn wir tatsächlich uns auf diese Sätze, auf diese Worte einlassen, wenn wir diese Tiefe zulassen. Erst dann entwickelt sich all das, was wir hören, zu einem Gefühl,
Und dann entstehen Bilder. Und genau diese ganzen Aspekte benötigen wir, damit wir transformieren, aber auch die Außenwelt sich transformieren kann und wir eine veränderte Außenwelt wahrnehmen. Also, das Erste ist in der Tat, wenn wir damit beginnen, mit jeder Meditation, mit jeder Affirmation, dass wir sie nicht einfach nur aufsagen wie eine Litanei, sondern sie spüren, sie fühlen, also sie wirklich in uns einlassen, bis tief ins Zellsystem einlassen. Dabei ist eben ganz wichtig dieses Gefühl, jetzt, ich bin, ich habe. So, das ist mal das Erste. Das Zweite ist, dass wir eine Situation suchen, wo wir entspannt sind. In der Anspannung passiert gar nichts. Wir kennen das, wenn wir angespannt sind, ist unser Wahrnehmungsfilter so klein, nur noch das darf sich verwirklichen und nichts anderes. Wir benötigen aber alle Möglichkeiten. Da draußen gibt es den Menschen bereits, du kennst ihn nur noch nicht, obwohl du ihn schon ewig kennst. Und wir öffnen uns jetzt für alle diese Bereiche da draußen. Und das geht natürlich nur in der Entspannung. Das geht nicht in der Anspannung. Deswegen ist es ganz wichtig, wenn du merkst, dass du verärgert bist oder sauer bist, dann setz dich nicht hin. Oder wenn du merkst, dass du krampfhaft, ich will, also es gibt kein Wollen, sondern es gibt auch kein Suchen. Es gibt ein Zulassen. Und Lassen, merken wir schon, ist die Entspannung. Und deswegen, wenn du merkst, dass du angespannt bist oder sauer bist oder verärgert oder in Hektik oder in Stress, dann komm erst runter oder mach die Meditation nicht. Also wir wollen nicht, dass wir in einen Fluss hineinkommen, wo wir, okay, dann mache ich das jetzt schnell und dann habe ich es hinter mir, okay, jetzt mache ich das nächste. Sondern diese Meditation soll dein Ruhepol sein. Da steckt deine tiefe Wahrheit dahinter. Das bist du, das ist deine Essenz. Und diese Essenz holen wir jetzt raus. Diese Essenz darf sich jetzt zeigen. Und die zeigt sich in dem Moment, wo wir Verbindung damit aufnehmen, wo wir uns darauf einlassen. In dem Moment, wo wir eintauchen, taucht auch das tiefe Wissen in uns ebenfalls hoch. Wir schaffen also diese Verbindung. Und das geht nur in der Entspannung. Deswegen ist es ganz wichtig, setz dich bequem hin, oder leg dich bequem hin. Und wenn du merkst, dass du noch nicht wirklich in Ruhe bist, dann atme. Fokussiere dich auf deinen Atem. Und die Atemtechnik ist relativ einfach. Wie wir am schnellsten zur Ruhe kommen, ist, wir atmen durch die Nase ein. 1, 2. Halten den Atem kurz an. Und atmen durch den Mund wieder aus. Wenn du zum Beispiel im Gym bist oder Sport getrieben hast, probier es mal aus. Dann atme durch die Nase ein, halte ganz kurz die Luft an und atme wieder aus. Dann wirst du sehen, dass du sehr schnell runterkommst. Und das nutzen wir natürlich auch für uns. Also, wir benutzen den Fokus auf unsere Atmung, um runterzukommen, gelassener zu werden, entspannter zu werden. Wir nutzen den Fokus auf unsere Atmung, aber auch, damit all diese vielen Gedanken, die natürlich immer zeitgleich ablaufen und die wir vielleicht gar nicht haben wollen, damit wir einen Fokus finden, damit nicht dieser andere Gedanke plötzlich auch in unser Leben ganz massiv unsere Meditation vielleicht stört. Also, wir atmen ein, 1, 2, und dann atmen wir durch den Mund wieder aus. Und ganz schön wäre es, wenn du dabei die Augen schließt. Wir schließen die Augen, wir atmen ein, wir halten, 1, 2, und atmen durch den Mund wieder aus. Wir atmen durch die Nase ein, halten und atmen durch den Mund wieder aus. Und dann spür mal, wie langsam Entspannung in deinen Körper eintritt, wie die Muskeln entspannen, wie du gelassener wirst. Du atmest ein durch die Nase, 1, 2, halten, und du atmest durch den Mund wieder aus. Wir atmen ein, halten und atmen wieder aus.
Und dann fokussiere dich, wie diese Atmen deine Nase durchströmt, wie deine Lungen sich weiten. Und dann atme durch den Mund wieder aus. Spüre, wie du immer gelassener wirst und wie du immer mehr zu deiner eigenen tiefen Wahrheit kommst. Ich bin offen und bereit, die tiefe und erfüllende Liebe in meinem Leben jetzt zuzulassen. Ich bin offen und bereit, die tiefe und erfüllende Liebe in meinem Leben jetzt zuzulassen. Ich schaffe Platz und Raum in meinem Leben, damit mein wundervoller Partner sich willkommen fühlt. Ich schaffe Platz und Raum in meinem Leben, damit mein wundervoller Partner sich willkommen fühlt. Mein Partner ist jetzt in diesem Augenblick ebenso bereit wie ich, sich auf eine wundervolle Beziehung einzulassen. Mein Partner ist jetzt in diesem Augenblick ebenso bereit wie ich, sich auf eine wundervolle Beziehung einzulassen. Durch die Kraft meiner Gedanken ziehe ich meinen Seelenpartner jetzt an. Unsere Wege kreuzen sich mit der gleichen Bestimmtheit, wie es Tag und Nacht wird. Durch die Kraft meiner Gedanken ziehe ich meinen Seelenpartner jetzt an. Unsere Wege kreuzen sich mit der gleichen Bestimmtheit, wie es Tag und Nacht wird. Ich lasse das Suchen sein, denn ich habe die tiefe Gewissheit, dass die ausgesandten Energien meines Wunsches sich in diesem Moment manifestieren. Alles ist auf wundervolle Weise vorbereitet. Lasse das Suchen sein, denn ich habe die tiefe Gewissheit, dass die ausgesandten Energien meines Wunsches sich in diesem Moment manifestieren. Alles ist auf wundervolle Weise vorbereitet.
weiß, dass der richtige Partner bereits vorhanden ist und jetzt in mein Leben tritt. Ich weiß, dass der richtige Partner bereits vorhanden ist und jetzt in mein Leben tritt. Ich weiß, dass mein Partner nicht perfekt ist, aber er ist perfekt für mich. Ich weiß, dass mein Partner nicht perfekt ist, aber er ist perfekt für mich. Er hilft mir, meine eigenen Begrenzungen zu erkennen, meine Mängel zu betrachten und an mir zu arbeiten. Er hilft mir, meine eigenen Begrenzungen zu erkennen, meine Mängel zu betrachten und an mir zu arbeiten. Durch ihn komme ich mir selbst immer näher, Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Durch ihn komme ich mir selbst immer näher, Tag für Tag, Woche für Woche. Durch ihn komme ich mir so nahe, wie es mir ohne ihn nie möglich wäre. Durch ihn komme ich mir so nahe, wie es mir ohne ihn nie möglich wäre. Durch ihn komme ich in Kontakt mit meinen wundervollen Tiefen, wie auch mit meinen ungeliebten Anteilen. Durch ihn komme ich in Kontakt mit meinen wundervollen Tiefen, wie auch mit meinen ungeliebten Anteilen. Aber weil ich liebe, bin ich bereit, mich so zu zeigen, wie ich wirklich bin. Auch mein Partner darf sich so zeigen, wie er wirklich ist. Aber weil ich liebe, bin ich bereit, mich so zu zeigen, wie ich wirklich bin. Auch mein Partner darf sich so zeigen, wie er wirklich ist. Die Liebe ist die treibende und tragende Kraft dieser Verbindung. Die Liebe ist die treibende und tragende Kraft dieser Verbindung. Thank you.
durch meinen Partner wachse ich zu wahrer Größe und kann sie zeigen. Meine Geduld, meine Entschiedenheit, meine Treue, meine Angst und mein Mut. Durch meinen Partner wachse ich zu wahrer Größe und kann sie zeigen. Meine Geduld, meine Entschiedenheit, meine Treue, meine Angst und mein Mut. Ich bin bereit, Nähe zuzulassen und willkommen zu heißen. Ich bin offen und frei genug, die Kraft der Liebe anzunehmen. Ich bin offen und frei genug, die Kraft der Liebe anzunehmen. Ich löse mich von allem, was diese innere Freiheit einschränken könnte. Ich löse mich von meiner Vorstellung als Single und sehe mich bereits jetzt als Partner in einer erfüllenden Beziehung. Mein Partner ist bereits in meinem Leben. Er ist bereits da. Ich spüre seine Anwesenheit. Du bist in meinem Leben von Herzen willkommen. Du bist in meinem Leben von Herzen willkommen. Du bist in meinem Leben. Du bist.
Danke Gott, dem Universum und der Kraft meiner positiven Gedanken für die Erfüllung des Wunsches. Kommst du ganz langsam wieder zurück. Konzentriere dich auf deinen Atem. Einatmen, halten, ausatmen. Und wenn du magst, kannst du die Augen öffnen. Bleibe in der tiefen Gewissheit, dass dies jetzt deine neue Wahrheit ist. Jetzt geschieht es. Jetzt hast du alle Energien ausgesandt. Jetzt hast du deinem Zellsystem gesagt, ich bin offen und bereit. Und wenn du magst, kannst du es dir ja downloaden und auf dem Kopfhörer immer wieder anhören. Wenn du in die Natur gehst, zum Beispiel, oder wenn du aufwachst, wenn du einschläfst, das sind überhaupt die besten Zeiten. Beim Einschlafen, dann nimmst du das mit in dein Schlafbewusstsein und alles kann sich danach ausrichten. Und wenn du da früh aufwachst, hör einfach diese paar Minuten an. Und lass sie auf dich wirken. Und du wirst sehen, dass sich innerhalb von kurzer Zeit ein Wandel einstellt. Der Wandel beginnt bei dir. Du spürst den Wandel. Und dieser Wandel ist kraftvoll. Und dann wirst du den Wandel im Außen spüren. Etwas hat sich verändert. Und dann kann es sein, dass du Dinge plötzlich realisierst, die du vorher gar nicht gesehen hast. Oder dass Impulse plötzlich durch deine Intuition in dein Bewusstsein drängen. Fahr mal einen anderen Weg, geh mal auf eine Party, ruf mal den oder die an. Und plötzlich wirst du sehen, dass sich alles in diese Richtung formt. Wir lenken unser Leben durch unsere Gedanken. Und wenn wir unsere Gedanken in eine Richtung lenken, ah, das ist schlimm gewesen, ah, das ist furchtbar gewesen, das möchte ich nicht mehr erleben, lenken wir unsere Gedanken weg von all den Möglichkeiten, die bereits auf uns warten. Und wenn wir unseren Fokus auf das legen, wo unsere Erfüllung ist, die steht uns ja zu, das sind ja wir, das bin ich. Das ist Ausdruck deiner ganz persönlichen Lebensform, die du leben darfst, sollst, willst, kannst, jetzt. Wir müssen nur unsere Gedanken dorthin lenken und deswegen sollten wir diese Meditation immer und immer wieder machen. Schau sie dir immer wieder an, hör sie dir immer wieder an, damit du in diesen Strom hineinkommst und es tief verwirklicht wird. 2-3 Mal am Tag. Zumindest beim Einschlafen und beim Aufwachen. Und wenn dir das gefallen hat, und du sagst, boah, das ist kraftvoll gewesen, das habe ich gespürt, dann schreib das hier in den Kommentaren rein. Und bitte schreib auch in 2-3 Wochen, was alles geschehen ist in deinem Leben, was hat sich alles verändert. Und ja, es ist mein ganz persönliches Schatzkästchen, denn das habe ich für mich damals geschrieben. Und das war so wirkungsvoll, dass sich mein Leben gewandelt hat. Und jetzt kann sich auch dein Leben
abwandeln. Wenn du das möchtest. Ich lade dich dazu herzlich ein. Und wenn du magst, gib mir einen Daumen nach oben und teile dieses Video. Das wär doch lustig. Du teilst das Video und dann schreibt jemand zurück, oh, das Video hast du mir geteilt, das ist ja super, das gefällt mir ja klasse. Und plötzlich ist das dein künftiger Seelenpartner. Und ihr kommt auf diese Weise zusammen. Wir wissen nicht, wie das Universum spielt. Wir wissen nicht, wie die Energien ihre Wege sich suchen. Also deswegen sei offen für alles. Ich bin und war es auch und wurde reich beschenkt, weil es Spaß macht, sein Leben selbst zu lenken, weil es eine Freude bereitet, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und zu sehen, wir können mehr erreichen, als wir überhaupt ahnen. Wir können sogar unsere Seelenpartnerschaft leben. Du kannst das auch. In diesem Sinne, ganz viel Freude und ganz viel Transformation und Veränderung. Und du weißt ja, ich begleite dich dabei, ich helfe dir. Warum? Weil es wundervoll ist, wenn Menschen um uns herum glücklich und beseelt sind und weil es wundervoll ist, wenn Menschen ihren Seelenpartner gefunden haben. In diesem Sinne, alles Liebe. Dein Pierre.